Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play RimWorld. Wir spielen die Version 1.0 und sind in der dritten Staffel. Die arme Ruby ist hier gerade so massenhaft mit Holzhacken beschäftigt, aber wir brauchen sehr viel davon. Und so scheiße ist die Stimmung jetzt auch noch nicht. Ja, wir sind durchnässt, es ist okay, passiert, es regnet ja, ne? So, Brooks, du könntest doch mal hier den ganzen Kram aufräumen. Wie wär's denn damit, ne? Wir haben so viel Holz. Ja, nimm das ruhig mal alles mit hier. Und dann bitte auch hier. Teile eines Raumschiffs sind in der Nähe aufgeschlagen. Du kannst sie demontieren, um an Rohstoffe zu gelangen. Oh, das klingt gut. Naja, in der Nähe würde ich jetzt mal nicht sagen. Aber es ist zumindest einigermaßen in der Nähe. So, gucken wir doch mal hier. Das kann man abreißen, bevor es schlecht wird. Hm. Oh, no. Okay. Oh, hier sind immer noch so viele Elefanten. Ich würde so gern Elefant jagen. Und irgendjemand anders könnte hier vielleicht auch mal das ganze Zeug vom Feld holen. Was macht denn Ruby eigentlich? Ruby? Oh, Ruby geht pennen, okay. Ja gut, verstehe ich ja irgendwie. So, und bitte die Reste hier jetzt auch noch mitnehmen. Ist das alles? Okay. Und dann darfst du bitte das Essen mitnehmen. Weil das wäre ja vielleicht ganz hilfreich hier. So, Diamond holt Raumschiffstücke, das ist auch okay. Kriegen wir hin. Boah. Ja, momentan sind jetzt die Schlafrhythmen so ein bisschen im Arsch, nachdem wir jetzt vor den letzten beiden Folgen relativ viel Feuersbrunst hatten und es kam und kam kein Regen und ja, hier ist so ein bisschen was abgebrannt, sagen wir es mal so. Kann ich hier eigentlich auch Holz hacken gehen, hä? Nee, kann ich nicht. Ah, shit, geht gar nicht. Ah. Kann ich schon, aber halt nicht als massenhaftes Ding. Okay. Ich kann mir natürlich überlegen, ob ich noch ein Pumalupe irgendwie sammle. Oh, wer hatte eine Wundentzündung? Oh, oh. Das ist nicht gut. Topas, du kümmerst dich bitte jetzt sofort um sie. Wundinfektion finde ich scheiße. Das ist nicht gut. Aber das ist ja immer dasselbe, wenn man einen Biss abkriegt, muss man diese Wunden sofort reinigen, egal ob Mensch oder Tier, weil im Mundbereich immer unglaublich viele Bakterien sind. Liebe Leute, merkt es euch, sollte euch mal irgendwer oder irgendein Tier beißen. Richtig schön auswaschen, richtig säubern, damit es keine Infektionen gibt. Es ist kein Wunder, dass die Arme das jetzt hier abgekriegt hat. Ach, Mädel. Das ist schon scheiße. Boah, und die tickt hier auch noch ganz schön hoch. Du lieber Himmel. Eieiei. Na, ich hoffe mal, dass das jetzt nicht schlimmer wird. Crystal zu verlieren, fände ich jetzt scheiße, weil die kann doch einige Sachen ganz gut. Die ist zum Beispiel unsere hervorragende Bergbauerin und diejenige, die hier gut bei der geistigen Arbeit ist. Ah, oh, bitte nicht. Macht hier mal keinen Scheiß, Leute. Das fände ich jetzt echt doof. Ah, okay. Was ist denn hier? Reis? Hä? Hä? Was ist denn mit dem Reis hier passiert? Hm. Sieht man hier die Anbauzone gar nicht. Okay, egal. So, wer hat denn unseren ganzen Handwerkskram gemacht? Wer ist das? Handwerkskram. Feldkram. Oh, Agate hat den Hund hier erfolgreich trainiert. Er hat Beauregard trainiert, das ist schön. Und fehlt hier nur noch Leine lösen und wir müssen... Oh, wir müssen mal wieder jagen gehen, wie es aussieht. Okay, wir haben eine Menge Holz. Jetzt muss hier noch ein bisschen nachgearbeitet werden. Ruby spielt Hüpfstein. Was macht Diamond? Bodenfläche entfernen. Okay, wieso habe ich...
Ich weiß gar nicht mehr, wieso ich die habe entfernen lassen. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Gehst du nach Hause, Kumpel? Wir haben Wichtigeres zu tun. Oh, lecko, lecko, lecko. Leichte Wundinfektion. Finde ich schon ein bisschen scheiße hier. Ah, die Immunität steigt jetzt auch ein bisschen schneller. Das ist gut. Puh. Ich hoffe mal, dass wir das irgendwie schaffen. Puh. Alles gar nicht so leicht. Also man merkt das schon. Bux, was machst du? Dreck entfernen, okay. Erntet Reis. Yo, das ist ja schon mal nicht verkehrt. Dann kommt hier nochmal neues Futter rein. Veronica kocht, was das Zeug hält. Das ist auch schön. So, Brooks. Du putzt hier. Das ist jetzt nicht verkehrt, aber du könntest hier bitte die passive Kühlung füllen. Und danach dann mal hier. So, diesen ganzen Scherz hier machen. Damit das hier nicht so total dunkel ist. Ich hoffe mal, dass jetzt unser Holz auf jeden Fall dafür reicht. Aber ich glaube schon. Ah, Diamond macht hier jetzt die Wände schön. So, wir können allerdings hier schon mal die erste Tür reintun. Und ich glaube mal, die Dinger hier müssen wir noch abreißen. Das Uran. Und da dann irgendwie noch eine Wand reinsetzen. Ah, da merkt man auch ganz genau gewaltig, wie weit ich jetzt hier in diesem Komplex schon bin. Noch nicht sonderlich weit. Also ich überlege, ob ich hier nochmal eine Sandsteintür mache. Weil Gefangene können auch flüchten. Und das ist natürlich so eine Sache, die ein bisschen unangenehm ist. Oh, Ruby beschäftigt sich jetzt stundenlang damit, diese Wand einzureißen. Aber hey, Uran hat ja auch 4000 Punkte. Das finde ich richtig hart. Also da ist man dann ordentlich am Schaffen. Aufgabe: versteckte Gegenstände. Okay. Blair, Ratsvorsitzender von den nordwestlichen Enteron, hat uns eine Nachricht geschickt. Sie haben erfahren, dass eine Sammlung wertvoller Gegenstände in einem nahen Versteck darauf wartet, gefunden zu werden. Die Sammlung besteht aus zwei Großkatzenfell-Schlafsäcken und einer Uranskulptur, einer großen, die exzellent ist. Ach, herrje. Ja, nee, lass mal. Das finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen sinnlos. Eine große Uranskulptur. Wer stellt sich denn bitte eine Uranskulptur in die Bude? Ach, Leute. So, Brooks fühlt hier noch brav auf. Das finde ich gut. Wie geht es denn Bill? Naja, es wird. Gut, die Kratznarbe, die ist natürlich ein bisschen unschön, aber muss man durch. Topaz gab Bill eine Chance zu diskutieren über das Tragen von Hosenträgern. Ich krieg die... Das ist zu geil. Ah, herrlich. Topaz erzählte Bill eine witzige Geschichte über Ärger mit Haustieren. Sehr schön. Topaz versprach Auberginen frisch und kostenlos für Bill und fragte, ob er mitmachen will. Hey, lecker Auberginen. Wir haben zwar keine, aber das weiß er ja nicht. Klasse. Sehr, sehr gut. So, mal gucken. Wir haben hier noch eine Menge Widerstand zu brechen, aber das schaffen wir schon. Das braucht jetzt halt einfach Zeit. Ich meine, er ist krank, er muss ja sowieso gesund werden. Insofern, das wird schon. Hier haben sie das System deutlich überarbeitet. Also ich weiß noch, dass es vorher früher so war, also zumindest bei der Beta 18, dass man eine Chance hatte, jemanden anzuwerben. Und wenn die Chance dann halt, keine Ahnung, bei nur 1% oder so lag, dann hat man halt ganz, ganz, ganz lange anwerben müssen. Dieses Widerstandssystem finde ich persönlich ein bisschen cooler, weil man etwas abschätzen kann, ob man eine Chance hat, den Typen zu kriegen oder nicht. Und wie lange es noch dauert. Also er hatte vorhin, glaube ich, 16. Er hatte jetzt so 2, 3 Gespräche mit Topaz, die ganz gut gelaufen sind. Also ich glaube einfach mal,
dass das künftig jetzt nicht so ein mega Problem sein wird, den dann zu rekrutieren. So, haben wir noch ein bisschen Holz über? Ja. Wo ist denn Blux gerade? Er baut eine Tür. Okay, wenn du mit der Tür fertig bist, dann mach doch bitte mal hier. Aber wir haben hier nämlich auch noch so ein paar Sachen, die gefüllt werden müssen, glaube ich. Upsa. Da ist es jetzt weggeruppt. Und das hier brauchen sie auch noch. Ist halt ein bisschen scheiße, dass diese passiven Kühlungen relativ viel Holz brauchen. Ich glaube mal, ich könnte auch ein paar weniger haben, weil ich ja hier Luftschächte habe. Aber gucken wir mal, wie gut das läuft. Ich fürchte allerdings, ich werde noch ein bisschen Holz holen müssen. So, du warst. Ruby baut die Uranader ab. Veronica ruht sich aus. Wo baust denn du gerade an? Okay. Weil ich glaube einfach mal, dass Aufräumen ist jetzt so ein bisschen wichtiger. Weil sonst wird das Essen schlecht hier. Wir wollen ja nicht, dass die Leute hungern. Und hier unsere Hühnchen, die sind hier ganz brav am vor sich hin werkeln. Ich gucke mal eben, wie groß ihr Gebiet ist. Das, vielleicht muss ich ihnen einfach noch ein bisschen was geben, weil ich weiß nicht, wie viel von diesem freundlichen Zeug sie so normalerweise fressen. Och, nee, das ist groß genug, Blödsinn. Da braucht man nichts. Die haben hier genug, keine Ahnung, großes Gras, das sie fressen können. Wow, die sind hier voll am Wände glätten. Ist ja auch nicht schlecht. Ist halt schöner mit glatten Wänden. So, ich glaube aber, wir brauchen hier noch ein bisschen Oberflächenglättung und hier auch. Ja. Ist halt einfach ein bisschen schöner. So, mal gucken, wie geht es denn Bill? Starke Schmerzen. Es ist super gemütlich. Er findet seine Zelle super. Das ist natürlich gut für die Stimmung und dann damit auch gleich besser für die Anwerbung, weil wenn die Scheiße drauf sind, ist das in der Regel mit der Anwerbung auch schwieriger. Ah, Topaz geht jetzt erstmal wieder kochen. Haben wir nicht mehr genug Holz? Ah, wir haben nicht mehr genug Holz, wie es aussieht, hä? Was bist du? Kakaobaum? Okay, ich sehe schon, ich muss hier mal wieder Leute zum Holzhacken schicken. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht genug, ne? Ihr dürft hier mal ganz viel Holz hacken, Leute. Und Crystal ist hoffentlich auch bald wieder fit. So, mal schauen. Infektion leicht, 27%, Immunität 38%. Das ist gut. Also die kriegen wir über den Berg, denke ich doch mal. Ist halt blöd, dass es jetzt infiziert war, aber was willst du machen, ne? Ist natürlich so ein bisschen unschön. Okay, Brooks liegt hier in seiner Ausweichbude, pennt vor sich hin, während die Frauen entweder das Uran weghacken oder die Wände glätten. Ist okay. Ich sag dazu jetzt mal nichts. Entschuldigung. Und ja, ich weiß, es wird wahrscheinlich ein gewisses Risiko geben, dass hier irgendwelche hässlichen Insekten aus dem Berg rauskommen, weil ich hier in den Berg reinbaue, aber so ist das Leben. So, ich lasse mal ein bisschen vorlaufen, es ist schon spät, die Hälfte der Kolonie pennt. Oh, wieder Raumschiffteile, das ist schön, die nehmen wir auch mit. Können wir immer brauchen. Für irgendwann werden wir sie brauchen können. Ich meine, ich habe jetzt hier einen stattlichen Vorrat von 50 Bauteilen, irgendwann brauchen wir die. Ah, okay. Jetzt hat sich Brooks beim Schlafen tatsächlich mal gestört gefühlt. Ja, Dinge passieren. Na komm, bau das Uran ab und dann ab ins Bett. Oh, Crystal bricht bald zusammen. Und hier sind schon wieder fiese Gewitter am Laufen. Ich merke das schon. Aber glücklicherweise regnet es jetzt auch. Das heißt, das Feuer, das hier normalerweise ein Problem ist, greift jetzt erstmal nicht über.
Ja, wo denn? Okay. Schnell austreten, Leute. Ja, ist okay. Aber solange das hier nicht passiert, ist alles gut. Und es regnet noch. Das ist das Wichtigste. Es regnet noch genügend, dass wir hier nicht Feuer löschen gehen müssen. Na, haben wir Glück? Geht's aus? Natürlich nicht. War ja klar. Okay. Kommt, Mädels, geht mal hier Feuer. Geht mal löschen. So, jetzt gucke ich mich aber wohlweislich auf der ganzen Karte um, ob hier irgendwo noch Feuer ist. Das ist mir nämlich sonst ein bisschen zu ungesund. Dass hier nicht schon wieder alles wegbrennt. Ja, hier ist auch noch Feuer. Lecker mio, ey. Es ist doch nicht die Möglichkeit. So, Leute, Feuer löschen. Hopp auf. Okay, Crystal geht's immer noch nicht super. So, ihr kriegt das hoffentlich jetzt hier hin, bevor das Feuerchen wieder riesig wird. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich hier so viel mit Feuer zu tun haben würde in dieser Map. Ich meine, beim Dschungel erwartet man ja eigentlich, dass es viel regnet. Also zumindest so den nachmittäglichen freundlichen Regenguss oder so. Aber nee. So, wo ist denn jetzt das andere Feuer? War hier nicht noch irgendwo eins? Oh, hier unten ist noch ein volles bisschen. Okay. Okay, das hier kann ich wegmachen. Braucht man nicht. Aber hier unten muss es jetzt nicht noch brennen. So, Crystal. Du liegst bitte jetzt aber wieder im Bett. Du brauchst jetzt wahrscheinlich demnächst auch wieder eine neue Behandlung. Und dann sollte dich bitte auch unser freundlicher Mediziner finden können. Das erlischt nämlich in 4 Stunden. Nichts, was man nicht irgendwie hinkriegen würde, ne? So, jetzt muss ich hier noch eine Wand in Auftrag geben. Haben wir noch genug Sandstein? Ich glaube schon. Ja, sollten wir haben. Naja, aber läuft ja hier eigentlich ganz gut. Nur das mit dem Feuer ist halt so ein bisschen unpraktisch. Also gerade dadurch, dass wir hier jetzt in der Gegend rumrennen müssen, wie blöd, ist das natürlich so ein bisschen stressig. Aber kriegen wir hin. Okay, ich hoffe mal, Ruby kriegt das gut hin. Wir wollen ja nicht, dass sie uns hier drauf geht. Bitte mach was Gescheites. Naja. Schauen wir mal. Also immerhin ist es jetzt bei 56%, die Immunität ist bei 73%. Ich denke mal, wir haben eine gute Chance, dass sie das übersteht. Das ist das Wichtigste. Wir möchten Crystal nicht verlieren, wir brauchen jemanden, der forscht. Und du... Oh ja, das dauert noch eine Weile. Der findet uns nicht so toll. Aber wir könnten jetzt hier zumindest schon mal Betten bauen. Na? Dann sind diese Thematiken schon mal abgehakt. Kannst du hier gleich mal das Uran mitnehmen? Genau, gute Idee. Arme Crystal. Aber was ist Diamond auch für ein Sack, dass er sie beißt? Also das ist echt nicht nett. Kaum prügeln die sich mal, wird er schon gleich wieder Dirty Fighter. Geht gar nicht, Kumpel, das geht gar nicht.
So, er arbeitet jetzt hier an den Betten. Das ist jetzt auch nicht verkehrt. So, Ruby kümmert sich jetzt ein bisschen um Bill. Schauen wir mal. Ruby erzählte Bill eine berührende Geschichte über die Gemeinschaft. Ach, das ist ja süß. Ruby erzählte Bill über die Freunde, die man findet. Oh, das find ich nett. Zeigte Interesse an Kochfähigkeit von Bill. Ah. Ja, das ist natürlich toll, ne? Wenn ein Kerl kochen kann, freue ich mich auch immer wieder. Meinung zu niedrig, okay. Er findet sie noch nicht gut genug. Ach, die kennen sich ja auch noch gar nicht. Okay, sie kümmert sich da so ein bisschen mit drum. Wie viel Abwehr hat er denn jetzt noch? 13,7. Ah, es wird ja weniger. Das schaffen wir schon. Ihr Lieben, wir haben mal wieder eine spaßige Folge hinter uns. Dankeschön, dass ihr reingeguckt habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht es gut, ihr Lieben. Bis denn und tschö.